Willkommen zurück bei Survival Chaos. Wir haben Dryanai. Die Musik ist vielleicht ein bisschen... Oh ja, die Musik ist definitiv zu laut gewesen. Die war noch von einem anderen Mal zu laut, wo ich alleine irgendwas gespielt habe. Gut, ja, was nehmen wir bei Dryanai? Was hatten wir noch nicht? Was würde mal Sinn machen? Das ist echt nicht einfach, ne? Ich gehe eigentlich immer auf die Bonus-Unit Level 2 so, ne? Ah, ich gehe jetzt mal auf die Huntress. Ich bin zwar eigentlich überhaupt nicht der Typ, der die Range-Upgrades macht, ne, wie ihr wisst. Ja, ich mach's jetzt einfach mal. Weil ich einfach wirklich nicht weiß, auf was ich hier sonst gehen soll. Ach, die wird sogar hier durch das Upgrade, aber die wird gar nicht durch die Ranged-Upgrades betroffen. Gut, okay, alles klar, das ist ja schon mal sehr gut. Ja, Critical Strike und Mana Burn ist eigentlich ziemlich gut. Für eine Level 1 Unit, ne, also... Kann ich mich eigentlich nicht beschweren. Gut. Jetzt mit den Reforged-Grafiken muss ich natürlich nochmal so ein bisschen gucken. Also das sieht nach Blood Elf aus. Ja, das sieht auch nach Blood Elf aus, hä? Und das ist dieser Mech-Typ, richtig. Wir sind eine Early-Game-Rasse, richtig? Ich push beide Lanes. Das ist auch eine von den Rassen, die ich halt nicht so mega krass oft hatte. Ja, ich denke, ich gehe trotzdem auf die Attack-Upgrades und auf Unit-Power. Machen wir. Also erstmal die beiden Income-Upgrades waren mir sehr wichtig. Oh, okay. Der hat gegen irgendeine von den beiden upgegradet, das soll mir erstmal egal sein. Bedeutet, dass derjenige dann wahrscheinlich eher nicht auf mich gehen wird, sondern halt gegen den anderen upgraden muss. Plus 4 Armor ist okay. Warte, was? Okay. Dann haben die beiden da unten gegeneinander geupgradet, ich verstehe. Oh ja, wir sind richtig gut im Early Game. Und das werden wir jetzt noch ein bisschen verstärken. Research finished. Ich denke, Level 2 in der Mitte können wir auch machen jetzt. Los, komm. Ja, gut. Upgrade finished. Research finished. Der ist Level 2 gegen mich gegangen, okay. Machen wir auch. Leider wieder mal ein bisschen zu spät gesehen. Hat aber noch gar keine Upgrades, also... Da dürfte ich sogar ein bisschen gegenhalten können. Naja, gut, okay. Nicht so wirklich irgendwie. Du jetzt aber nicht auch, oder? Alter, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Warum gehen denn immer beide gleichzeitig Level 2 gegen mich? Warum gehen die generell so mega, mega früh auf die Sidelanes? Das gibt's doch einfach nicht, ey. Ich meine, der hat eine defensive Goldmine, aber trotzdem, ey, das ist doch wirklich der Wahnsinn, oder? Also der ist, glaube ich, easier zu verteidigen, deswegen gehe ich jetzt zuerst nach oben. Level 2, der ist ja auch, glaube ich, schon ein bisschen länger, Level 2, aber trotzdem, was soll denn das? Immer so krass früh gegen mich Level 2, das ist wirklich krass.
Da dürfen wir jetzt doppelt verteidigen. Uncool. Ich krieg Level 2 gar nicht rechtzeitig, wa? Doch, gut. Durch das Einkommen-Upgrade nochmal. Ja, das ist nicht gut, nicht gut, nicht gut. Macht ihr überhaupt so wirklich Damage Tower? Irgendwie seid ihr nicht so mega gut. So, das muss da unten jetzt reichen. Den Spell wollte ich für hier oben eigentlich benutzen. Und hier unten muss ich jetzt aber auch dringend Level 2 gehen, ne, sofort. Das muss mit diesem Spawn hier muss das noch passieren, sonst kann ich da unten nicht verteidigen mehr. Alles sehr ungünstig, nur in der Mitte, da läuft es halt ganz gut. Aber ich hatte nicht gerechnet, dass die auf den Sidelanes so aggressiv gegen mich vorgehen. Der hat auch dieses Blood Rush hier, ne? Ach nee, das ist auf jeden Fall Blood Elf, das sieht man hier an dieser Fähigkeit. Gut, ist jetzt alles wieder in Kutter und Butter, weil dann würde ich nämlich gerne auf Armor-Upgrades gehen, aber noch traue ich mich gerade nicht. Ja doch, das passt aber. Na, je näher ja die Leute an meiner Base sind, ne, desto schneller spawnt meine Welle natürlich vor ihren hier. Ich habe ein bisschen Zeit, die hier Platz zu machen, das ist halt wirklich das Gute. Dann. So, keine Bonus-Unit oder sowas. Die Tower-Upgrades sehen sowieso alle eher so mau aus, also so als, ja, die macht man natürlich trotzdem, aber ist jetzt nicht unbedingt sofort notwendig. Das ist nur für Base-Defense und die Level 4 Siege-Unit. Trotzdem können wir jetzt mal, glaube ich, Castle, guck mal, wir haben jetzt halt wirklich schon fast angespart, ich würde jetzt einfach Castle Level 2 gehen. Wenn wir jetzt gerade wirklich schon 1500 haben, macht das bestimmt Sinn. Mehr Damage-Upgrades und dann mache ich die anderen Armor-Upgrades gleich noch mit hinterher. Der ist Level 3 in der Mitte schon, da muss ich aufpassen. Ich könnte einen Hero direkt in der Mitte leveln gegen seine Level 3 Units, wenn ich will. Und ich glaube, ich will. Ich glaube, ich will das. Upgrade finished. Ich bin mir sogar sehr sicher, dass ich will. Habe ich einen Nuker? Ja, glaube ich schon, oder? Nee. Aber ein Support, der ist auch okay. Ja, ich gehe mal auf die Mana Regeneration Aura diesmal. Manchmal fehlt mir einfach das Mana. Ja, wir räumen schon gut in der Mitte auf, aber trotzdem. Trotzdem, wir leveln dann Helden. I live to serve all believers. Die Rasse ist halt ziemlich gut, denke ich mal. Die wird schon in der Lage sein, hier ganz gut reinzuklatschen. Er kriegt mich aber abgewehrt. Problemlos tatsächlich.
Research finished. Oh, er muss aber ein Level 2 Spell sogar benutzen. Warum denn das? Das muss ja auch von der linken Seite kommen. Tja, vielleicht wünscht er sich heute nicht so mega schnell gegen mich Level 2 geupgradet jetzt. Gut, was macht denn Sinn? Was macht denn hier Sinn? Damage Ability hört sich gut an. Irgendeine Aura oder sowas? AOE ist auch geil. Aber keine Aura oder so, ne? So eine Damage-Aura oder irgendwie sowas. Das haben die hier irgendwie nicht. Research finished. Erstmal um Verteidigen hier unten kümmern. Timing ist okay, nicht perfekt, aber okay. I await your command. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich hier jetzt so Probleme habe gegen den. Push den jetzt mal zurück hier unten. Kann doch nicht so schwer sein. 6 Attack Upgrades. Muss noch ein bisschen Damage machen jetzt. An seiner Barke habe ich schon ordentlich Damage gemacht. Nur gucken, dass er jetzt nicht auf die Idee kommt, hier irgendwie Level 3 zu gehen oder so. Wenn doch, dann kontere ich. Research finished. Leider nicht mehr ganz zeitlich geschafft, aber ich wollte jetzt mal Mitte Level 3 gehen. Weil das einfach jeder gemacht hat hier. Research finished. I'll take care of it. Ein Held. Interessant. Wer zuerst den Helden auf die Sidelane schickt, der fängt quasi den Krieg an, sozusagen. So kann man das eigentlich werten. Weil dann geht's nämlich immer los mit dem Helden hin und her schicken. Uiuiui, da sammelt sich jetzt aber ganz schön was an. Da wird's auf beiden Lanes mit dem Verteidigen ganz schön übel, wobei der Held ganz schön aufs Maul kriegt. Hier mein Held, ach da. Der levelt noch fröhlich vor sich hin, ist noch relativ voll. Sehr gut. Kriegt ordentlich aufs Maul dafür, dass er da sogar einen Helden gegen geschickt hat. Ist schon alles in Ordnung so.
Dann schätze ich mal, mache ich jetzt einfach die Tower-Upgrades. Da ich jetzt gerade eigentlich nur noch so darauf warte, dass die halt hier pushen zum Verteidigen. Wenn die gleichzeitig kommen, werden Level 2 Spell natürlich sehr, sehr angebracht, aber das wird leider, glaube ich, nicht so ganz passen. Na, wobei, sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Hier unten werden wir den Assassin Hero leveln, gegen den Helden natürlich, der ist ja schon Half-Life. Da oben brauche ich halt keinen Helden, denke ich mal und hoffe ich mal. Held ist hier wirklich super. Der macht großartig. Der macht da wirklich, der macht es großartig da. This battle is over. Doch, passt sogar richtig gut. Das passt richtig, richtig gut. Okay, das ist aber ein Scheiß. Das ist, glaube ich, ein Scheißbell, ne? Weil der nur. Ja, der friert nur ein. Das ist blöd, ja. Das ist richtig, richtig blöd. Aber sehr, sehr lange dafür. Immerhin irgendwie was, aber das ist. Damage ist mir natürlich wesentlich lieber hier. Wobei der Held, der kann sich, glaube ich, nicht wirklich bewegen und wird jetzt einfach von meinem Assassin Hero komplett gebumst. Was schon gut ist, ja. Okay, überzeugt, das ist nicht so schlecht. Hier Level 3. Damit upgrade ich auch meine Air-Unit, das heißt, das ist auch eine gute Idee. Das würde ich jetzt einfach mal machen, weil wir beide Lanes wieder outpushen. Na, wenn das sogar Special Units stand, dann muss ich sagen, ist das wahrscheinlich doch ein ziemlich gutes Bell. Aber Damage ist natürlich immer zum Leveln der Helden dann in dem Moment viel geiler, ne? Weil du instant alle Units killst, der Held ist sofort hochgelevelt und das ist einfach alles sehr nice. Der Held ist wirklich unfassbar krass hier, Level 14 schon. Der rule die Mitte da komplett. Wirklich ein guter Job, den er da macht. Ich push ihn hier ein bisschen sehr schnell, ne? Ich bin schon wieder in seiner Base hier. Ob das so eine gute Idee war, den Helden hier so offensiv direkt reinzuschicken, wenn ich einen Assassin Hero habe? Normalerweise müssten die halt richtig krass jetzt auch nur auf den Helden hier gehen. Mein Assassin Hero müsste eigentlich nur auf den Helden gehen. Macht er gerade nicht wirklich. Na, wobei doch, doch macht er. Nee, jetzt interessiert ihn irgendwie gar nichts mehr und er geht auf die Base anstatt auf die Baracke stattdessen, okay. Interessanter Ansatz, kann man auch machen. Ist nicht so ganz sinnvoll und logisch, weil ein Held macht kaum Damage an der Baracke. Aber gut, soll er machen. Und Wiederbelebung haben wir auch. Coole Sache. Muss ich nur zukommen. So, wir sparen jetzt einfach mal so ein bisschen, außer hier so ein paar Sachen, die ich noch skillen kann. Cry for mercy. Ja, so richtig krass Damage machen meine Units aber irgendwie nicht. Obwohl die auf Level 6 Damage haben. Richtig durchkommen tun wir hier nirgendwo. Mit dem Gold sind wir trotzdem relativ weit vorne, das ist ganz cool. Timing auch hier eigentlich wieder ganz gut.
Guck mal, der geht sofort durch auf die Baracke. Ist ja wirklich sehr interessant. Was ist mit meinem Helden? Hallo, möchtest du mal den anderen Helden angreifen, oder wie? Ist das hier? Alter, der Held stirbt fast noch, obwohl er in der Base beschworen wurde. Krass. Also der Held hier, ne? Also so einen krassen Mid-Hero hatte ich ja noch nie. Oder fast noch nie. Der ist Level 17, der ist immer noch da. Da wurden schon unzählige Helden beschworen. Der hat die bisher alle geschafft, Platz zu machen. So, wo ist sein Hero hier? Der ist Level 7 und fast tot. Regeneriert zwar, aber ja gut. Den kriegen wir. Research finished. So ist's gut, Leute. Schön Mitte dominieren, Geld machen. Den Assassin Hero könnte ich hier oben jetzt auch wieder benutzen. Oder halt hier unten wieder. Wäre auch mal schön, wenn ich das Gold ansparen könnte, hier Level 4 auf dem Castle zu gehen. Ich weiß nicht, was meine Helden immer mit verfolgen, mit dem Ziel, diese Baracke hier anzugreifen. Wenn die Units das machen, macht das Sinn. Wenn dieser Held das macht, macht es überhaupt keinen Sinn, weil der macht, ja, zu Fortify 10%, wie ihr sehen könnt. 10% des Schadens ist jetzt wirklich nicht so mega viel, dass ich sagen würde, ey, das lohnt sich richtig krass für den Helden, da irgendwie einfach durchzugehen und das zu machen. Nee. Falsche Herangehensweise, Held. Wirklich einfach katastrophal schlimm von dir. Ja, jetzt überlege ich gerade, der Assassin Hero, der hat da von dem Helden, glaube ich, ein bisschen mehr. Dann könnte ich hier auch den Tank nochmal gegenschicken. Und unten den Assassin, das geht auch. Dann würde ich wirklich gern Castle Level 3 gehen, wenn es geht. Wir haben zusätzliche Armor-Upgrades, die ich jetzt noch nicht machen konnte. Ja, die kommen so versetzt, dass ein Level 2 Spell nicht sinnvoll ist. Aber okay. Das Timing scheint wieder sehr gut zu passen. Ja, wenn hier auf was geht, dann auf den Turm. Aber ganz ehrlich, ja. Den Turm aber bitte nicht kaputt machen. Der researcht gerade was. Ja, das ist auch okay, meinetwegen. Ja, jetzt ist ein Level 2 Spell doch sinnvoll. Okay. Überzeugt. Ach die Scheiße, ich hab hier den Helm hier noch gar nicht mehr ready. Also die Mana-Regenerations-Aura war auf jeden Fall, glaube ich, keine schlechte Idee. Bitte geht nach unten. Ja, danke. Das ist wirklich gut, dass du das machst. Warum will er mich sterben sehen? Was ist dein Problem mit mir, Mann? Was zum Teufel labert der da? Und wo ist mein Held hin? Warum kämpfen hier zwei Helden irgendwie in meiner Base? Könnt ihr mal alle irgendwie helfen hier? Und wo sind meine Helden hin? Ach, der ist schon da. Ach, der fightet da unten, während der Held hier ist. Okay, das macht ja Sinn, ja.
Was haben die denn immer alle? Ich frage mich, was die immer alle gegen mich haben. Der hat jetzt offensichtlich auch zur Kenntnis gebracht, dass der will, dass ich hier down gehe. Warum denn immer ich? Ich will einfach nur hier mitspielen und einfach nur ganz normal spielen. Und immer wird hier gegen mich geschossen. Ich weiß gar nicht, was ich falsch gemacht habe. Aber jetzt gerade ich hier tatsächlich langsam in ganz schöne Schwierigkeiten, muss ich sagen. Eieiei. Ein Tower, ganz schön im Arsch hier alle. Ja, da schickt immer wieder ein Helden gegen, der will mich wirklich tot sehen. Der Held ist unsterblich hier, der ist Level 21 schon. Ich meine, das ist an und für sich keine schlechte Sache, wir kriegen ja wirklich gut Geld, ne, aber jetzt so langsam ist der Damage, den die auf meinen Baracken machen, immer ein Problem, weil ich mache sehr, sehr wenig Damage auf deren Baracken, so. Das ist einfach ein Problem, ja. Das ist, muss man wirklich sagen, einfach ein Problem hier irgendwie alles gerade auf den Sidelanes. Ich bin auch Level 4 gegen Level 3 und kann den trotzdem nicht, mal da unten seine Baracke holen, ne? Ich verstehe nicht, was ich immer falsch mache mit meinen Einheiten, dass die so schwach sind gegenüber den Einheiten meiner Gegner. Die sind irgendwie immer schwächer. So, und jetzt muss ich den Assassin Hero, wenn er jetzt hier stirbt, nach oben schicken. Der kann seinen Helden schon wieder aus der Baracke holen. Der ist scheinbar immer wieder hier verfügbar. Der schickt ihn jetzt ein drittes Mal auf die Lane. Krass, wirklich krass. Ich kann jetzt hier langsam nicht mehr wirklich verteidigen, muss ich wirklich sagen hier. Das ist alles sehr, sehr eklig jetzt. Immerhin ist der Held jetzt tot, der Assassin Hero, den kann ich jetzt hier wieder benutzen. Ach, aber das ist trotzdem scheiße. Die sind einfach beide krasser als ich. Da bringt mir die Mid-Domination, die ich hier habe, wirklich nichts, ne? Der Held müsste jetzt wirklich mal sterben in der Mitte, damit ich den auf einer Sidelane benutzen kann. Der ist halt so lange in der Mitte, dass mir das einfach nicht viel bringt. So, hier kann ich tatsächlich Level 4 gehen, kann trotzdem den Helden noch schicken. Kein Geld? Was meinst du mit kein Geld? Alter, warum ist alles so scheiße teuer? Ja, scheiße, jetzt wird die Baracke fallen hier, glaube ich. Der Held kriegt er einfach nur aufs Maul. Der wird ja komplett getargetet von alles und jedem hier. Der hat ja gar keine Chance, da zu überleben. Eieiei. Aber ich sag mal lieber, dass hier irgendwie, weiß ich nicht, ein toten Tower down geht, als eine Baracke, ne? Die Baracke ist halt wirklich das Wichtigste. Die muss halt überleben. Das ist jetzt ein absolutes Gemetzel hier. Jetzt müssen neue Units spawnen, sonst habe ich ein Problem. Und auch die Aggro auf sich ziehen, das ist auch wichtig. Die rennen komplett durch. Ja, gehen auf den Tower, ja, meinetwegen. Hol den Tower. Aber nicht diese Baracke, das ist wirklich schlecht, wenn ihr das macht. Jetzt könnte man meinen, müsste ich in der Lage sein, wenn hier aus allen drei Baracken die Units verteidigen, dass ich hier gegenhalten kann, aber irgendwie ist das nicht der Fall, überhaupt nicht. Ja, zerstört, komplett. Ja, das ist ja wirklich krass. Unfassbar. Ja, jetzt geht's da unten gleich weiter, ne? Jetzt geht's da unten sofort gleich weiter. Alter Schwede, ey, was soll ich denn? Ich weiß immer nicht, was ich tun soll gegen sowas. Ich bin da wirklich einfach überfragt, gebe ich zu. Ich gebe es offen und ehrlich zu, ich habe keine Ahnung. Wie man sowas am besten verteidigen soll, ohne dabei irgendwas zu verlieren. Ich werde von allen Seiten einfach so hart gebumst. Insane.
Das sieht jetzt zwar so aus, als konnte ich noch einmal verteidigen, aber der nächste Push wird mich einfach killen. Ich habe keinen Mana mehr. Meine Baracken sind alle halb tot. Ich habe keinen Tower weniger. Ich weiß nicht, wie die das immer so krass verteidigen, was die da machen. Ich verstehe es einfach nicht. Komplett überfragt. So, mein Assassin Hero macht nur Scheiße, geht nicht auf den Helden. Und dadurch ist es halt auch einfach wieder weg, ne? Keine Chance. Der Held scheint ja auch sehr stark zu sein. Der kriegt ja gar keinen Damage. So, noch kein Mensch hat auf diesen Seiten hier mal irgendwo scheinbar Probleme gehabt, denn noch keine Baracke oder sowas ist gefallen. Das ist alles... Irgendwie hält sich das alles da sehr stark in Grenzen, was das angeht. Aber bei mir, da ist immer Remi Demi. Aber richtig. Ja, der Assassin Hero, der ist wirklich, also... Ja... Ich meine, jetzt kriegt der Held ordentlich Damage, aber jetzt sind auch 20.000 Units, die noch mit draufschlagen. Das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck eines Assassin Heroes. Ja, und der schickt dann auch immer diesen Helden gegen, ne? Meine Einheiten gehen nicht auf die Baracke und das ist weg. Ich bin nicht in der Lage, hier mal irgendein Damage zu machen. Hat er das gegen mich benutzt? Nee. Okay. Immerhin. Immerhin hat er das nicht gegen mich benutzt. Okay, er hat es da. Okay, er hat es doch gegen mich benutzt. Zwar nicht direkt in meine Base, aber auf die Lane. Jetzt ist hier komplett Party, ja? Jetzt geht's hier richtig ab. Da oben kann ich Special Unit gegen schicken und ganz ehrlich, ich glaube, so krass wie der mich hier jedes Mal pusht, glaube ich, mache ich das auch. Ich glaube, wenn ich das Gold habe, dann kriegt der die Special Unit gegen. Aber ich glaube, ich hab's nicht mal. Ich hab nicht mal das Gold, um da rechtzeitig eine Special Unit gegen zu schicken. Aber wenn ich's hab, dann mache ich das, glaube ich. Oh Gott. Nein, aber 100 Pro gegen, 100.000 Pro gegen meine Baracke. Nein, hat er nicht. Nein, richtig, richtig. Das ist ja gegen diesen Typen da. Der Smite benutzt hat, richtig. Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht das Chaos hier los. Das heißt, er kann, aber auf der anderen Seite kann der, wenn er Ultimate Weapon hat, nicht Smite benutzen gegen meine Special Unit, das heißt, ich könnte... Ach du Scheiße. Oh Gott, der hat Tentakel. Der hat Tentakel. Aber gut, der kämpft ja auch gegen ihn, ne? Das heißt, er wird da eine Weile lang beschäftigt sein, hoffentlich. Weil wenn ich den hier auch noch in der Base habe, dann ist halt wirklich vorbei, ne? Ja, der pusht mich so hart, ich habe gar keine andere Wahl. Ich habe wirklich... Special Unit ist hier das Einzige, was überhaupt Sinn macht. Und ich glaube sogar, die Special Unit stirbt einfach gegen den... Ich glaube, die überlebt das nicht mal. Die verreckt einfach wieder elendig in meiner eigenen Base. Ja, die gehen doch einfach nur auf die Baracke, ne? Also, ich weiß nicht, warum das die Einheiten des Gegners so null interessiert, dass ich mit meinen Towern die auch anvisiere, ne? Die gehen einfach durchgehend auf die Baracke. Das machen meine Einheiten. Partout nicht. Aus Prinzip nicht. Na, jetzt hat er halt gegen mich Ultimate Weapon. Das war ja auch klar, dass der dann einfach Ultimate Weapon auch gegen mich benutzt. Aber ja, da konnte ich jetzt auch nichts gegen machen. Also, das war wieder eine Runde, wo ich eigentlich nicht viel machen konnte, um ehrlich zu sein.
Ich muss mein ganzes Gold fürs Verteidigen ausgeben, kann gar nicht hier dazu kommen, vielleicht mal eine Ultimate Weapon und mal irgendwie so ein Schild zu benutzen, dass der mich nicht mit Ultimate Weapon angreifen kann. Ja. Jetzt ist mein Ziel vielleicht irgendwie noch nicht letzter werden, aber selbst das sieht gerade sehr, sehr schlecht aus. Sieht, um ehrlich zu sein, aus, als würde ich jetzt einfach letzter werden. Wenn dieser Scheiß hier auch noch zu mir in die Base kommt, dann auf jeden Fall. Immerhin hat er vielleicht ein paar Probleme, das da oben mit Special Unit zu verteidigen, oder? Aber er kriegt es natürlich problemlos trotzdem hin, wer weiß. Er kann ja seine Special Unit einfach gegenschicken, ist ja auch kein Problem. Also das war ein Desaster einer Runde, kann man sagen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob dieses Special Unit so die allerbeste auf der Welt ist. Die wirkt mir jetzt nicht so mega krass, muss ich ehrlich sagen. Ja! Trotzdem habe ich seine Baracke noch gebumst. Geil. Revanche. Revanche dafür, dass er Ultimate Weapon gegen mich benutzt hat und generell vorhin gesagt hat, dass ich sterben soll. Ja. Verdient. Komm, und jetzt, wenn er noch vor mir rausfliegt. Das ist nur Payback. Payback, mehr nicht. Hier unten kann ich nochmal mit einem Hell. Ja, ich muss halt gegen dieses fucking Void jetzt auch noch irgendwie gegen verteidigen, ne? Ich dachte, der stirbt vielleicht auf seinem Weg hierher noch irgendwie, aber nö. Der ist nicht gestorben. Die Special Unit scheint trotzdem ziemlich krass zu sein, weil der halt sogar diese Special Unit hier, dieser Special Unit ganz schön ordentlich Damage macht. Ja. Hier ist auch noch eine Special Unit in der Mitte. Toll, die läuft auch noch zu mir durch, weil das hier von dem Typen ist. Alles in allem ist das sehr, sehr, sehr schlecht. Natürlich. Ernst hat noch gar keine Baracke verloren und er ist schon durch Ultimate Weapon, ja. Egal, ich kann den nochmal benutzen, den Typen. Dann aus der mittleren Baracke heraus. Jetzt ist die Frage, ob ich hier einen Helden gegen verteidige oder irgendwie sowas. Ja, wir machen den Helden. Jetzt hat er Doom auf der anderen Seite benutzt. Ah, Void stirbt, aber langsam. Langsam stirbt das Void auch so. Sollte ich noch Upgrades machen hier? Ich meine, ich mache hier gerade gar keine Upgrades. Doch, Void, das Void stirbt jetzt dadurch, dass der andere mir natürlich auch hilft. Ich sende nochmal gegen den Typen hier die Ultimate Weapon, wenn es sein muss. Ja, okay, da gerne. Ich muss ihn hier muss ich es gegen benutzen. Na, der Typ hat aber auf der anderen Seite, hat der Typ ja auch Smite, ne? Die Frage ist, ob der gegen mich jetzt Smite benutzt, wenn ich die Special Unit zum Verteidigen benutze. Schlau wäre es nicht. Denn sein größter Feind ist natürlich der Typ hier unten und nicht ich.
Er könnte es halt trotzdem machen, ne? Das ist durchaus eine Möglichkeit. Ich spare jetzt einfach mal ein bisschen. Ja, wir benutzen jetzt hier auf jeden Fall einen Helden zum Gegenverteidigen. Am besten auch gleich einen Assassin Hero. Einfach zum, ja, Anti-Hero gegenwirken oder irgendwie so. Okay, das Void-Ding hier stirbt auch langsam, aber da muss ich mir auch irgendwas einfallen. Das muss ich eigentlich auch einen Helden gegen schicken da unten. Der ist halt Level 26, der ist wirklich gut. Kann man nichts gegen sagen. Seine Helden gehen jetzt easy down, kein Problem. Der dürfte mir eigentlich nicht großartig zu schaffen machen. Das ist nochmal ordentlich Cash, was ich hier auch mitnehme. Hier sende ich einen Helden gegen mit dem nächsten Push. Jetzt, nein, nicht nach oben gehen. Oh Gott sei Dank, danke. Die Special Unit ist wieder zurück in die Mitte gegangen. Das ist auch sehr cool. Gehen einfach auf die Tower. Ich sehe hier den Helden gar nicht mehr. Da ist er. Gut, jetzt geht er auch gleich down. Perfekt. Ja, die hat hier noch zu tun, die Special Unit. Das ist wunderbar. Ja, wir machen mal einfach noch so die Upgrades der Level 2 Units, die halt einfach gut sind. Warum nicht? Hilft mir einfach ein bisschen mehr Damage zu machen. Ist hier jetzt irgendein Held von mir auch hochgegangen? Ja, beide eigentlich, ne? Eigentlich müssten, ja, beide Helden sind hier. Sehr gut. Noch ein bisschen mehr Druck gegen den Typen, der hier die ganze Zeit einen Hass gegen mich hat, grundlos. Er hat auch hier links scheinbar ein bisschen gegen den anderen Typen zu tun und wird jetzt halt einfach von beiden Seiten gebumst. Das geschieht ihm sowas von recht. Ach, das ist immer so eine schöne Genugtuung, wirklich. So eine schöne Genugtuung, wenn irgendwelche toxischen Leute im Internet einfach mal so richtig schön in den Arsch gebumst werden. Jetzt verliert er sein Castle, kann auch nichts mehr wirklich gegen machen. Ja, wenn meine Units halt aufs Castle gehen würden, ne? Irgendwie weigern die sich gerade. Aber der verliert hier auf jeden Fall gegen den anderen Typen auch gerade. Der wird noch vor mir rausfliegen, da bin ich mir sicher. Und das ist absolut verdient. Und damit bin ich dann auch nicht letzter. Und das ist sehr gut. So, kann ich noch ein Armor-Upgrade machen? Ne, waren alle, naja. Klar, gewinnt er. Das ist klar wie Kloßbrühe, dass er gewinnt. Alter, hier hat sich aber noch ganz schön krass viel von den Blutelfen angesammelt. Aber das meiste geht nach links, sodass ich trotzdem gegenhalten sollte. Diese Special Unit ist halt, fast down. Ja, es gibt nicht mehr viel, was ich jetzt hier noch großartig machen kann. Auf jeden Fall auf meine Special Unit sparen, falls ich die jetzt nochmal irgendwie rankriege. Die sollte ich bereit haben. Alter, das Feuerelement kann sich auch nochmal targeten. Kann sich auch nochmal splitten, wollte ich sagen. Huh, da unten kommt jetzt ganz schön was. Da muss ich die Special Unit gegenheizen. Der hat halt Doom, ne? Der wird wahrscheinlich einfach Doom in meine Base machen. Research finished. Und dieses Doom-Ding, da wird mich dann wahrscheinlich einfach komplett auseinandernehmen. Auf der anderen Seite ist der hier, glaube ich, ein wesentlich größerer Gegner als ich. Aber mal gucken, was er machen wird. Auf jeden Fall werde ich genug für meine Special Unit haben.
Ich habe immer noch nicht Ultimate Weapon, ich sehe gar nicht, was abgeht. Aber jetzt gerade brauche ich das Geld halt, ne? Los, Adal, let's go. Vielleicht sogar den hier noch mit rein. Den Support Hero. Er hat sogar einen Hero auf der Lane, das habe ich erst gar nicht gesehen, aber da ist er ja wieder. Der, mit gegen den ich schon die ganze Zeit kämpfe. LOL, er hat eine Millisekunde noch Ultimate Weapon gefeuert, bevor er sein Castle verloren hat. Jetzt ist er plötzlich sogar auf meiner Seite, ja, das ist ja wirklich. Das ist ja wirklich interessant. Ich versuch's. Ich gehe jetzt einfach mal all in und vertraue ihm und gehe mal alle Helden plus Special Unit nur auf die Lane und versuche ihn zu holen. Wer weiß, vielleicht klappt's nicht. Wir werden's sehen. Ich habe keine Ahnung, was mit dem Typen hier ist. Wie viel der schon verloren hat, ob der noch ein würdiger Gegner ist. In jedem Fall wird jetzt Ultimate Weapon gemacht. Ich glaube nicht, dass das ausreichen wird. Der hat 100 Pro auch noch was entgegenzusetzen. Der hat 100 Pro auch noch seine Special Unit und ein Level 2 Spell, also, ja, ich denke nicht. Ich denke nicht, dass ich seine Baracke kriegen kann. Was ist denn mit dem hier? Okay, der hat auch noch beide. Der hat zwei Baracken. Der ist jetzt komplett raus. Ich hab ihn noch gerecht. Trotz seiner Special Unit. Hat er es nicht mehr geschafft, das noch zu verteidigen. The lesser races must be purged from the kingdom. Sein Held stirbt vielleicht sogar noch hier drin. Mein Special Unit kann vielleicht noch ein Level absteigen. Ja, komm, du stirbst noch, du stirbst noch. Ja, ist auch. Research finished. Ja, gewinnen denke ich nicht. Ich denke nicht, dass ich hier noch gewinnen kann. Wobei natürlich jetzt, es ist halt wirklich ein offenes Game. Ne? Jeder hat zwei Baracken. Der hat hier halt noch ein sehr angekratztes Castle. Also in der Theorie ist es jedermanns Game, das stimmt, ja. Der hat Smite und der hat Doom, richtig? Ja, genau. Ich habe noch gar keine Ultimate Weapon gepickt. Aber das Ding ist, wenn der Doom nimmt, habe ich ein Problem, weil Doom kann ich nicht mal mehr smiten. Ich bräuchte auch Doom. Lol, ich pushe ihn tatsächlich aber noch weiter. Ich pushe ihn immer noch weiter. Das ist gut. Ich kann hier die Special Unit in der Mitte zum Verteidigen nutzen, wenn ich will. Was brauche ich denn für Doom? Das wüsste ich mal ganz gerne. Ich habe bei dir bald alle Upgrades, die man haben kann, ne? Dauert nicht mehr lange. Die sollte ich jetzt wirklich alle machen. Und dann könnte man überlegen, ob man hier Doom benutzt gegen ihn, um ihn noch weiter zu schwächen. Wo ist denn hier Doom?
Das hier, ne? Eigentlich muss es das hier sein. Schätze ich einfach mal. Strong mittlerweile hier alle. Ja, müssen wir wirklich mal gucken, wie das hier ausgeht. Was sagt sein Mana? Ganz, ganz schlecht. Der kann nicht wirklich... Ich könnte sein Castle wegschotten. Weg Ultimate Weaponen. Ich könnte es machen. Aber er sendet gerade seine Special Unit nach unten. Jetzt frage ich mich, ob ich das wirklich machen soll. Oder ob ich vielleicht lieber eine Baracke von irgendjemandem... Ich sollte seine mittlere Baracke könnte ich weg Ultimate Weaponen. Wenn ich wollen würde. Und ich will, glaube ich. Weil das ist halt die Baracke, die er gegen mich hat, ne? Dann kann er gegen mich gar nichts mehr machen. Nichts mehr gegen mich schicken, sondern nur noch gegen den Typen unten. Also das wäre die logischste Antwort auf die Sachen hier, ne? Die hier passieren. Dann habe ich einen Vorteil. Dann habe ich nämlich zwei Baracken und... Also er hat dann auch noch zwei Baracken, aber er hat nur noch eine. So, wenn er seine Baracke kriegt, wäre das natürlich perfekt, ne? Dann schotte ich seine Baracke weg und die haben beide nur noch eine gegen zwei. Ja. Also kompliziert ist es, keine Frage. Aber ich habe die Baracke und er hat hier keine mehr. Das ist halt das Gute, ne? Er muss die Baracke hier kriegen und das sieht sehr so aus, als würde er die kriegen. Ich brauche jetzt das, was ich für Ultimate Weapon brauche, unbedingt schneller. Der hat nämlich hier auch einen Helden. Das heißt, ich muss hier bald verteidigen. Aber kann ich ja. Ich habe hier alle Helden und alle Möglichkeiten. Research finished. Ach, das kann nicht wahr sein. Without delay. Ja, ja, geil. Das ist, glaube ich, gut. Das ist, glaube ich, gut. Jetzt müsste seine... Oh, jetzt bin ich ja gewillt, sein Castle down zu kriegen, ne? Sein Castle down kriegen ist noch besser. Aber ich brauche jetzt Ultimate Weapon, ey, scheiße. Das ist wirklich schlecht, dass ich Ultimate Weapon nicht habe. Ich muss jetzt Ultimate Weapon benutzen. Und da frage ich mich halt, ob die Baracke oder das Castle, aber ich glaube, das Castle ist besser, ist noch besser. Dann kann er gar kein Ultimate Weapon mehr benutzen. Research finished. Was brauche ich denn da jetzt noch? Nein! Ich habe mich verklickt! Nein, ich habe mich... Ich wollte wieder raus aus dem Menü und habe mich verklickt. Ach du Scheiße. Na okay, jetzt habe ich ein Spellschild gegen Ultimate Weapons. Scheiße, das war überhaupt nicht gewollt. Oh, ich hätte gewinnen können. Mit Ultimate Weapon hätte ich gewinnen können. Ich hätte hier so aufgeräumt. Ich hätte dem noch seine Baracke und sein Castle down gemacht und hätte einfach gewonnen, ne? Scheiße. Jetzt wird er gewinnen. Jetzt gewinnt er. Nur weil ich mich fucking verklickt habe, ey, das kann nicht wahr sein. Das ist armselig, wirklich. Wie ekelhaft, wie absolut ekelhaft ist das denn? Oh, ich hätte ihn so kaputt machen können, ne? Fuck. Das ist richtig ekelhaft, wirklich. Scheiße. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist oll. Das ist richtig oll. Und jetzt wird er mich einfach platt machen. Hätte ich jetzt seine mittlere Baracke schon längst weggemacht, dann hätte er auch diese Special Unit hier gar nicht senden können. Ja. Egal, das passiert. Das sind einfach alles Sachen, die passieren halt, ne? Aber so ist das einfach. Man braucht auch Aim. Sonst hilft da natürlich alles nichts, ne? So, und der wird jetzt halt einfach in der Mitte pushen und dann kann ich halt nicht wirklich viel gegen machen.
Hey, ich habe die Baracke hier oben sogar verloren. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Wann denn das? Ich habe meine Baracke hier oben sogar gekriegt. Ach nee, Quatsch. Ach, die ist doch schon seit Ewigkeiten weg. Bin ich blöd. Die ist doch schon lange weg hier. Trottel. Ich bin auch schon komplett lost hier. Ja, das wäre schlecht, wenn du jetzt einfach nach oben gehen würdest, Special Unit. Ja. Also wenn ich wenigstens Smite gehabt hätte, ne, auch dann hätte ich hier eine realistische Chance gehabt, aber dieses Spell Shield bringt mir einen Scheiß. Das bringt also wirklich nichts, wirklich gar nichts. Einfach sein Castle weg, Ultimate Weaponen und GG. Aber ich muss ja ein Spell Shield aus Versehen nehmen. Naja, gut, okay, was soll's. Ich meine, ich komme hier jetzt von unten und hier kann er keine Special Unit gegen benutzen zum Verteidigen. Auch hier komme ich gerade. Solange wie sein Special Unit hier lebt, kann er sie nicht zum Verteidigen da benutzen. Es besteht eventuell auch immer noch eine Chance, ne? Ich meine, das ist schon ein gigantischer Push. Ich frage mich jetzt gerade, wie er das alles aufhalten will von oben und unten. Aber so wie ich die Gegner immer kenne, was die da immer für kranke Sachen machen, schaffen die das halt trotzdem, ne? Also, die kriegen das halt einfach trotzdem hin. Das ist bestimmt kein Problem für den, oder? Ah, ein bisschen Damage kriegt er. Ein bisschen Damage kriegt seine Baracke. Auch von oben komme ich jetzt. Leider gehen sie überhaupt nicht auf die Baracke, also wirklich gar nicht. Aber die da oben gehen jetzt aus Castle. Ich muss nur dieses Special Unit ab... Ja, kriege ich aber nicht. Ah, schade. Ich müsste halt in der Theorie nur dieses Special Unit abgewehrt kriegen, aber das funktioniert halt nicht. Das kriegen wir nicht hin. Die geht auch aufs Castle. Die geht auf die Baracke, witzigerweise auch. Aus irgendeinem Grund sind hier 20 Milliarden Einheiten und trotzdem entscheidet sich die Special Unit, auf die mittlere Baracke zu gehen. Und jetzt haben wir halt ein Ultra-Problem. Dieses Special Unit. Kann noch einen Helden gegen senden, der nicht mal in die Mitte geht, obwohl dann eine Special Unit ist. Fick dich. Aber auch trotzdem, die Units, die hier von oben kommen, die könnten hier trotzdem jetzt seine... Ach, es ist wirklich... Das ist jetzt wirklich eine enge Kiste hier. Das kann an beide gehen. Ich könnte es aber wirklich auch theoretisch noch gewinnen, glaube ich hier. Der kann nicht mehr wirklich gegenhalten hier unten. Der hat jetzt alles in diesen mittleren Angriff gesendet, alle Helden und so weiter. Aber die sterben auch alle noch durch die Castle-Explosion. Außerdem habe ich die Special Unit ready. Ja, geil. Ja, ich gewinne, glaube ich. Ich kann meine Special Unit hier noch zum Verteidigen benutzen, die darf jetzt aber nicht runterrennen. Ich muss warten, bis der wirklich hier in der Mitte ist und dann Special Unit benutzen. Komm, push doch mal durch jetzt hier. Push durch, killt seine mittlere Baracke, solange ihr könnt hier irgendwie. Seid ihr zu low, um hier jetzt mal durchzugehen oder was? Ihr habt 12 Armor, wie sterbt ihr hier überhaupt noch? Ach, er kriegt das tatsächlich aus der mittleren Baracke verteidigt, das ist ja scheiße. Dieser Push hätte es gewesen sein können. Der hätte es entscheiden können. Aber ich töte seine Special Unit, glaube ich. So, und vor allem jetzt, wo ich meine Special Unit noch gegensende. Und dann kann er, glaube ich, nicht so mega viel mehr machen. Hoffe ich, denke ich. Vielleicht, wenn ich jetzt in der Mitte dann komme mit meiner Special Unit. Er hat kein Castle mehr, ich habe noch mein Castle. Das ist halt der ganz große Unterschied, ne? Aber seine Special Unit ist halt einfach viel stärker, ne? Guck mal, was, seine Special Unit ist halt eine von denen, die sich nochmal splitten kann. Das ist halt ein bisschen broke. Bisschen sehr unfair OP, aber okay. Also was die Theorie angeht, müsste seine Special Unit jetzt mal hier sterben langsam irgendwie auch mal. Und ich muss jetzt halt wirklich hoffen, dass meine Special Unit in der Mitte durchrennt und nicht nach unten. Das ist jetzt der ganz wichtige, entscheidende Punkt, an dem ich nichts machen kann, weil es RNG ist. Und hier oben. Dieser Push muss endlich mal auf die mittlere Baracke holen. Ja, es geht tatsächlich in die Mitte. Okay, das sieht gut aus. Ich habe zwar nur noch eine Baracke und kann da keine Helden mehr draus holen, aber... Ja, ich muss einfach hoffen, dass es das jetzt wird hier. Er pusht mich zwar nach unten hin, aber in der Mitte und von oben komme ich. Und das muss jetzt reichen, ansonsten gehen wir wirklich noch vor ihm drauf.
Komm, komm, ihr holt seine mittlere Baracke noch. Ach, er kann immer irgendwas gegenkaufen noch. Er hat nie mal was auf Cooldown oder so, ne? Auch ganz interessant. Aber diesen Push, ich frag mich, wie er den aufhalten will jetzt. In der Mitte. Diesen Push. Er hat keine Ultimate Weapon mehr. Er hat keinen Spell mehr. Er kann jetzt halt nur noch seine Special Unit wieder gegen schicken, falls die halt nicht auf Cooldown ist. Aber so oft, wie der die benutzt hat, müsste die eigentlich auf Cooldown sein. Ja, mal gucken. Also auf jeden Fall ist meine Special Unit hier auf Cooldown und auch alle anderen Helden. Also wenn der hier unten kommt, bin ich gefickt. Wenn das hier erstmal da ist, dann bin ich gefickt. Bis dahin muss ich ihn getötet haben. Boah, es ist ein spannendes Finale, ey. Mein Gott, ich fühle mich wie so ein Kommentator beim Fußballfinale. Ach Gott, im Himmel, ey. Ich kann das alles nicht mehr. Zu alt für den Scheiß. Might as well, ne? Warum habe ich eigentlich nicht längst diese ganzen Upgrades hier noch gemacht? In den Towern. Das ist alles. Ich habe ja hier Gold, was ich gar nicht ausgebe. Aber ich pushe ihn auch hier oben wieder. Und pushe ihn in der Mitte, dauerhaft. Und da unten ist halt der ganz lange Weg, ne, weil ich da auch noch eine Baracke habe. Aber wenn er meine Special Unit killt, kann ich die nicht nochmal holen. Weil er hat halt zwei Baracken, ne? Ich habe dafür einen Castle, aber er hat halt beide Baracken noch. Meine Special Unit entscheidet sich zum taktischen Rückzug. Völlig grundlos, völlig sinnlos und sinnfrei. Geht nicht auf die mittlere Baracke und er kann seine Special Unit nochmal holen und damit ist es GG. Es sei denn, ich krieg seine mittlere... Okay, meine Special Unit ist komplett geistig behindert. Geht auf den Tower stattdessen. Ja. Und was soll ich dazu noch sagen, Leute? Das ist Kernbehinderung, wie sie im Buch steht. Es sieht so aus, als könnte ich eventuell trotzdem die mittlere Baracke holen, aber in jedem Fall kann ich das Ding nicht mehr nach Hause fahren hier. Das ist durch. Er kann das hier jetzt abwehren. Meine Units gehen nicht auf die mittlere Baracke. Es müsste ein Katapult nur noch ein paar Schüsse setzen, aber sie machen es einfach nicht. Sie gehen stattdessen lieber auf irgendwelche anderen Units. Und ich kotze mal wieder im Strahl. Und dieser Push wird mich komplett töten. Fuck off. Ja, aber ich muss diese Baracke noch kriegen und das wird einfach nicht passieren. Das wird einfach nicht rechtzeitig passieren. Ich wette, bevor ich diese Baracke hier kille, killt er mich komplett mit diesem Push hier jetzt. Ich habe nichts zum Verteidigen, ich bin absolut einfach nackig. Ich kann das delayen, indem ich hier so mache und so mache oder irgendwie so, aber ja, der holt mich halt trotzdem. Aber seine Special Unit geht vor meiner drauf. Adal ist hier OP und er hat es aus der unteren Baracke geholt. Er kann aus der unteren Baracke gleich keine Special Unit mehr holen. Komm, kill seine Special Unit, bevor sie sich nochmal teilt jetzt. Und jetzt hol die untere Baracke, verdammt nochmal, hol sie. Bevor ich hier drauf gehe, hol die untere Baracke. Komm. Komm. Ja. Er kann doch nie und nimmer mehr irgendwas zum Verteidigen benutzen. Ja. 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 Und entgegen allen Erwartungen, obwohl dieser Typ vorhin gesagt hat, ich verliere auf jeden Fall, holen wir das Ding hier noch nach Hause. Ey, boah, ich krieg zu viel hier. Wir haben gewonnen. GG. Dankeschön fürs Einschalten in dieser mega krassen Runde und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao.